Hallo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video zeige ich euch meine Abendroutine. Viel Spaß dabei! Ich hoffe, ihr erschreckt euch nicht. Ich bin wie beim Morgenroutinen-Video abgeschminkt. Erstens mal deswegen, weil ich normalerweise tagsüber kein Make-up trage. Also ich bin tagsüber, wenn ich arbeiten gehe, an und für sich nicht geschminkt. Und auf der anderen Seite deswegen, wenn ich mich schminke, dann ist es so, dass ich meistens nicht bis zum Bett gehen warte mit dem Abschminken, sondern normalerweise mache ich das schon ein bisschen früher, wenn ich so ein bisschen müde werde. Dann schminke ich mich ab und meine Abendroutine mache ich eigentlich quasi erst vorm Bett gehen. Ja, dann zu meiner Abendroutine. Ja, anfangen tue ich normalerweise damit, dass ich meine zerzausten Haare aufmache mit meinem Tangle-Teaser, den ihr im Morgenroutinen-Video schon gesehen habt, quasi durchkämme. Und zu einem Knotenbinder. Im Morgenroutinenvideo habe ich schon erzählt, ich mache deswegen Knoten, damit die nicht in den Nacken hängen, weil es einfach für mich so ein extremes Hitzegefühl erzeugt. Ich mag das nicht. Das heißt, ich roll die ein und ja, bind die zusammen. Ob das unangenehm beim Schlafen ist? Nein, ist es nicht. Also ich bin es gewöhnt, es tut nicht weh, gar nichts und die Haare sind an und für sich geschützt. Also ich finde, dass die Haare viel weniger leicht abbrechen, wenn man die quasi so verpackt, als wenn man die jetzt offen hat. Ja, wenn meine Haare gekämmt sind, das mache ich deswegen, weil ich nicht will, dass sie mir dann quasi jetzt dann ins Gesicht hängen, dann putze ich mir die Zähne. Zähneputzen abends ist so, ich habe abends immer gerne eine Zahnpasta mit so einer Repair-Funktion oder so einer Protect-Funktion. In dem Fall habe ich jetzt eine Sensodyne und da sieht man es Repair and Protect. Das, solche Repair-Zahncremen, die gibt es glaube ich von einigen Firmen. Und ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber mir gefällt einfach der Gedanke, dass ich eine Zahnpasta verwende, die vielleicht über Nacht irgendwie meine Zähne versiegelt, repariert, keine Ahnung, irgendwie beschützt. Also ich mache es immer so morgens eine Whitening-Zahncreme und abends immer irgendwas, was die Zähne schützt, aufbaut oder sowas in die Richtung. Was ich auch gern verwende, ist diese Elmex, diese Orange, glaube ich, ist das. Sicher. Genau, da gibt es die blaue, das ist die Aronal und die Elmex, die ist irgendwie orange. Abends bürste ich mir die Zähne immer mit einer Handzahnbürste. Ich habe jetzt so eine Meridol. Ich habe da nicht die ganz sanfte, sondern normalerweise eine mittlere oder eine harte. Aber das ist jetzt, glaube ich, mittel. Ich glaube, die ist mittel. Das mache ich mit einer Handzahnbürste. Und ein-, zweimal in der Woche verwende ich eine Schallzahnbürste. Ich habe da die Oral-B. Oral-B, fragt mich jetzt bitte nicht welche. Es steht nämlich auch nicht drauf. Wie bei der anderen auch, steht nicht drauf. Ich habe keine Ahnung. Der Bürstenkopf sieht so aus. Ja, die verwende ich so ein-, zweimal in der Woche, um quasi noch zusätzlich quasi Zeug aus den Zähnen zu holen, damit einfach das Zahnweiß vielleicht auch ein bisschen wiederhergestellt wird. Ja. Ansonsten einfach ganz normal mit der Handzahnbürste. Was mir irrsinnig wichtig ist, abends ist so ein Zungenreiniger. Kennt ihr sicher? Der ist von DM, glaube ich. Das ist ein, ja, Dentodent. Das ist die DM-Eigenmarke. Einfach so ein Zungenreiniger fährt man an, da macht man quasi Mund so auf. Und schabt quasi den Belag von der Zunge. Nachdem ich recht viele Probleme mit Unverträglichkeiten gegenüber Nahrungsmitteln und so weiter habe, habe ich einfach das Problem, dass sich oft Belege auf meiner Zunge bilden, weil ich quasi wieder irgendwas nicht so gut vertragen habe. Und ja, ich nehme das dann einfach runter, weil es nicht schön aussieht.
Und ich finde, abends ist es am angenehmsten. Also morgens ist man wahnsinnig empfindlich und da kann es einfach schnell sein, dass es einen regt. Ja, ansonsten, was mache ich abends noch? Abends reinige ich mein Gesicht eigentlich selten. Das ist wirklich nur, ich reinige mein Gesicht eigentlich abends nur, wenn ich geschminkt war. Also beim Abschminken reinige ich mir dann sehr intensiv das Gesicht, aber ansonsten eigentlich nicht. Was sein kann, was ich mache, also wenn ich quasi meine Haare frisiere, kann es sein, ich habe ja jetzt diesen komischen Ausschlag quasi auf der Kopfhaut. Der kann Jucken anfangen, wenn die Kopfhaut recht trocken ist. Und wenn ich jetzt abends merke, dass die Kopfhaut wirklich trocken ist, dann verwende ich quasi, bevor ich es durchbürste, verwende ich noch so ein Balea Color Schutz Haaröl. Ich habe jetzt zufällig ein Color Schutz Haaröl, weil ich es von vorher noch hatte. Und das verwende ich einfach manchmal, weil ich gefärbte Haare habe. Aber das verwende ich dann auch quasi für die Kopfhaut. Das tue ich mir auf die Hände, massiere das durch und fahre dann wirklich unter die Haare in den Haaransatz rein und massiere das in die Kopfhaut. Dann bürste ich mir die Haare durch, dann geht noch so ein bisschen was in den Rest von den Haaren rein und binde die quasi zu. Und dann ist es quasi über Nacht, ist es auf der Kopfhaut, kann schön einwirken und dann hört dieses lästige Jucken auf, falls es wieder so weit ist, das juckt dann nicht jeden Tag. Ja, und ansonsten mache ich eigentlich gar nicht mehr viel. Ich creme das Gesicht ein und zwar habe ich dann eine spezielle Sleeping Cream, Balea Tone Perfection Sleeping Cream. Balea, und da seht ihr quasi den Rest. Ja, es ist so eine, die riecht unglaublich gut. Ist so eine ganz, ganz leichte Creme. Also ich finde, die Tagescreme ist viel fettiger. Die ist nicht ganz so fettig. Die ist so ein bisschen, mir kommt immer vor, wie wäre es, wenn das quasi mehr Wasser hätte, so auf die Art. Auf jeden Fall, mit der creme ich mir dann gerne nochmal das Gesicht ein. Und ich habe eben bewusst noch so eine Sleeping Cream für abends und verwende nicht die Tagescreme, weil ich abends dieses fettige Gefühl auf der Haut überhaupt nicht ausstehen kann. Und deswegen eben diese Abendcreme. Aber ich kann euch jetzt nicht sagen, ob das wirklich irgendwas bringt, dass man quasi Kombination verwendet, diese Tages- und Nachtcreme. Ich finde es einfach nur vom Tragegefühl her für abends besser. Aber ob da jetzt meine Haut irgendwie besser genährt wird, meine Augenringe besser weggehen oder so, das kann ich euch nicht sagen. Ja, im Gegensatz zu anderen Mädels bin ich schon fertig. Ich glaube, es gibt ein paar Leute, die da eindeutig mehr Schritte haben. Ja, ich nehme, normalerweise habe ich noch Ohrringe drin, die ich rausnehme. Und dann bin ich eigentlich schon ziemlich fertig. Aber somit braucht ihr nicht so ein langes Video anschauen. Ja, es hat mich gefreut. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr lasst ein Like da. Ja, und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir einfach in die Kommentarbox rein. Gut, dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und freue mich aufs nächste Video. Ciao!